Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute wieder mit dabei Marc Hagenbeck, unser Haus- und Hofmentalist. Und ich bin der Sascha und wir haben heute den 18. April. Den 18. April, ganz genau. Und am 18. April hat Geburtstag wer? Wir haben ein Geburtstagskind natürlich wieder mitgebracht. Ja, und es ist der, Achtung, Haile Gebrselassie. Ja. Ich habe es natürlich total falsch ausgedrückt. Nein, war schon richtig. Ja. Er ist ein äthiopischer Langstreckenläufer, der 27 Weltrekorde aufstellte. Unter anderem einen Weltrekord im Marathon und vierfacher Weltmeister über 100.000 Meter. Wow. Was, 100.000 Meter? Ja. 100.000 Meter? 10.000 Meter, Entschuldigung. Bist du wahnsinnig? 100.000. Also, ja, dauert halt ein bisschen länger. Ja, ich mein, und du haust es raus, als wäre es ganz selbstverständlich. Soll er noch laufen? Weltrekord im 100.000 Meter. Wir übertragen eine Woche lang. Ja. Nee, geht ja nur. Entschuldigung. Also 100.000 Meter ist ja nur 100 Kilometer. Ist ja nicht so viel. Nur viel. Also. Ja, aber die läuft jetzt aber nicht hier an einem Tag. 100 Kilometer? Läuft nicht an einem Tag, oder? Was gibt's doch diese Ironman also, und so ein Zeug, die machen ja. Du läufst, ich glaube. Dreifache Ironman, ja. Also zum Beispiel diese Nimwegen-Märsche von damals, wenn ich mich daran erinnere, die waren 50 Kilometer am Tag. Und da hast du schon, da haben die Füße. Was für Märsche? Nimwegen. Nimwegen-Märsche? Das ist ein Bundeswehrding. Da wurden 50 Kilometer auf jeden Fall am Tag gelaufen und das wurde schon. Ja, aber ihr wart ja untrainiert, ihr wart ja betrunken. Ich bin da selber nie mitgelaufen. Ja, siehst du? Ja. Deswegen haben sie es an einem Tag geschafft. Hm. Ja. Am 18. April sind britische Einheiten auf Helgoland gewesen und wollten die Insel Helgoland sprengen. Sie wollten die sprengen? Sprengen, ja. Das war 1947. Mensch, du, das war aber eine Menge Stein zum Wegsprengen, du. Ja, die wollten die Insel sprengen, haben sie offenbar nicht geschafft. Ja, zum Glück, ne? Sonst wäre die lange Anna gesunken. Heute nicht mehr in ihrem Swingerclub. Das ist richtig. Ja, ja. Genau. Ja, was haben wir denn noch am 18. April? Ja, da gab es dann natürlich 1506 in Rom wird der Grundstein für den Neubau der Peterskirche, also Petersdom, gelegt. Ne? Ja, sehen wir hier, ne? Petersdom. Über 200 Meter lang und fast 140 Meter breit. Riesenteil, ne? Irgendwie musste das natürlich auch, ja, das höre ich öfter. Irgendwie musste das Ganze ja auch finanziert werden. Und da kam man natürlich auf die Idee, das über Ablasshandel zu machen. Natürlich. Was ist ein Ablasshandel? Sascha, kann ich das mal eben kurz erklären? Ja. Ablasshandel sind Steuern. So ungefähr. Die Christen bekamen damals für die Vergebung ihrer Sünden einen sogenannten Ablassbrief. Dafür mussten sie Geld bezahlen. Steuern. Und so hat die Kirche Geld verdient. Ja, nicht direkt Steuern. Nein, nein. Die mussten was beisteuern. Das war eher so eine Art Freiwillige. Die mussten was beisteuern. Mussten was beisteuern. Warst du schon mal im Petersdom? Nein. Nein, noch nie. Du warst schon mal da? Ja, ich war schon mal da. Wo warst du denn da? Ja, bis ganz oben. Da an der Spitze? Ja, ja, ganz oben. Ich glaube hier, das ist der Punkt, wo man da hin kann. Also diese Ebene. Und das ist ein ewiger Gang bis da hoch. Brauchst du Stunden, bis du da, dann die ganze Kuppel, läufst du dann, in der Kuppel läufst du dann sozusagen rund. Ja. Ist total eng da oben. Und dann, bis du da oben bist, hast du aber einen coolen Ausblick. Schon hier oben ist ein cooler Ausblick, hier auf dieser Plattform. Stimmt, okay. Ziemlich cool. Okay. Ja, aber... Hast du auch den Papst gesehen? War da auch da im Gang. Ist mir entgegengekommen, wollte runter. Hat einen geraucht und so? Zwei. Zwei. Ja. Also er hat geraucht, ich habe nur ein Bierchen getrunken. Ach so, ja. Aber so sind halt die Päpste, ne? Sind da ein bisschen anders alle. Das war der, was haben wir heute? Das war der 18. April. Ja, der 18. April, genau. Am 18. April ist das alles passiert. Ja. War wieder schön, dass du da warst. Bewegend, ja. Und ich würde sagen, tschüss, bis morgen, oder? Mal gucken. Hast du Lust? Nee, morgen. Ach nee, morgen bin ich nicht da. Nee, aber übermorgen, glaube ich, bin ich da. Nee, über. Übermorgen? Ist egal. Über. Ach komm. Besser gar nicht. Nee. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.